I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Willkommen zu Metal Evil Westen. Neue Quest, okay. 200 Meter in die Richtung. Ich muss mal gucken. Schlagen, blocken. Okay. Zweige können wir sammeln. Okay. Ja. Ein neues Spiel. Dann schauen wir mal. Wir haben ein bisschen Trockenfleisch, okay. Wir haben was zu anziehen anscheinend. Okay, okay. Münzen haben wir auch. Ein bisschen Haferbrot. Einfache Fackel. Aha. Interessant. Fertigkeiten. Okay. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Schauen wir mal. Oh, hier gibt's. Ah ja, okay. Bäume. Okay. Sowas wie Holzfällen. Ne? Naturgewandtheit. Lange Haltbarkeitsverlust von Hexen. Okay, wir sollen zu unserem Onkel. Ich überlege gerade, ob die Musik zu laut ist. Zweige lassen wir mal liegen. Ein Stock nehmen wir aber mal mit. Ist ein Stock das gleiche wie ein Zweig? Anscheinend schon. Können wir denn irgendwas fertigen? Stock haben wir. Und du? Ah, wir haben auch eine Karte. Okay. Und wo? Ah, ich bin hier. Wow. Okay, es gibt 1, 2, 3. Oh, okay. Es gibt mehrere Dörfer. Interessant. Okay, wir sollen nach Questziel. Mir ist ehrlich gesagt die Musik etwas zu laut. Die werden nochmal Einstellungen, Audio. Etwas runterschrauben. Das kann man nur um 5%, ist ja doof. Na gut, dafür machen wir. Stimmt, müssen wir noch gucken. Soundeffekte gucken wir uns auch noch an. Ja, lassen wir so. Okay. Schade. Also Äste können wir schon mal sammeln, ne? So schon mal was. Zweige sammeln. Oh, easy end off. Voraus. Jagdgebiet entdeckt Tauben. Aber ich sehe das nicht auf der Karte, ne? Karte zentrieren, Filter. Ah. Füchse, Hasen. Hirsch, würde ich mal sagen. Was ist das? Dachs. Okay. Hasen, Krähen, Tauben. Okay.
Gut zu wissen. Gewinne, Jagdhütte, Scheune, keine Ahnung. Wie kommen wir jetzt hier wieder zurück? Das war, glaube ich, ich habe keine Ahnung. Okay, wir rennen, wir können rennen. Okay, wir haben links. Okay, Ausdauer ist grün. Blau wird wahrscheinlich Nahrung sein. Orange wird... Ach nee, blau wird Wasser sein. Orange wird Nahrung sein und rot unser Life. Wir sind Krähen. Kann ich so eine Krähe fangen? Brauchen wir wahrscheinlich eine Art Bogen. Stein! Wir nehmen schon mal einen Stein mit. Aus dem Stein und einem Ast kann man vielleicht was bauen. Okay. Nack-Nack-Enten, Jagdgebiet entdeckt, Tauben immer noch. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, wo ist jetzt mein Onkel? Bist du das? Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Lustig, meine Großmutter hat sie immer ganz genauso beschrieben. Hey, diese Augen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie wiedersehe. Eines blauer wie die Himmel und das andere schwarz wie ein Klumpen Holzkohl. Geil. Wir haben hier die zwei Bäume. Also bist du kein Geist, gut. Ich war kurz davor, mir Sorgen zu machen. Aber deine Augen, du siehst aus wie er. Tut mir leid, du hast mich wohl mit jemandem verwechselt. Ich bin neu in der Gegend, gerade erst hier im Tal angekommen, um genau zu sein. Mein Name ist Resimir. Ich. Der Sohn von Wanda, nicht wahr? Der Neffe von Lordan. Was? Du kanntest meine Mutter? Nicht wirklich, aber ich habe von ihr gehört. Wir sind uns nie wirklich begegnet. Lordan wollte seine Familie lieber getrennt halten. Ich fürchte, das verstehe ich nicht. Das wirst du bald. Warte, was meinst du mit kanntest? Geht es ihr gut? Ich hoffe, das tut es. Wo auch immer sie jetzt ist. Ich habe beide meine Eltern im Krieg verloren. Verdammt, diese Welt, seufzt. Sie kann so grausam sein, wie sie schön ist. Das tut mir leid, mein Junge. Niemand sollte so jung schon sein Leben verlieren. Ist schon in Ordnung. Sie ist gestorben, damit ich leben kann. Ich habe... Ja, mir ist nicht wirklich danach, darüber zu reden. So. Natürlich, mein Junge. Natürlich. Entschuldige. Du hast meinen Onkel Lordan erwähnt. Eigentlich bin ich hergekommen, um ihn zu finden. Oh, Resimir, ich hasse es, die Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber dein Onkel weilt nicht länger unter uns. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Es tut mir ehrlich leid. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlen musst. Er war ein guter Freund von mir. Also war es das. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Keine Sorge, er ist friedlich gestorben. Im Schlaf. Er musste nicht leiden. Das kann ich dir versichern. Was mache ich denn jetzt nur? Du kannst dich hier frei bewegen und ein neues Leben beginnen, wo es dir beliebt. Hiermit hast du die Erlaubnis des Kastellans, auf jedem noch unbeanspruchten Stück Land in diesem Tal zu bauen oder dort Felder anzulegen. Baue dir ein Haus und dann sehen wir, was dich noch erwartet. Wenn dir danach ist, könntest du sogar ein ganzes Dorf bauen. Bevölkern könnte man es sicher durch dieses Tal kommen. Durch dieses Tal kommen viele Wanderer, die sich einem solchen Projekt vielleicht anschließen würden. Nun, du musst dem König jährlich Steuern zahlen. Davon abgesehen, steht dir aber frei zu tun, was dir beliebt, solange du keine Gesetze brichst. Natürlich... Oder dich
zumindest nicht dabei erwischen lässt. Okay. Das klingt fantastisch. Das Tal ist so wunderschön. Ich glaube wirklich, dass ich hier bleiben und mich davon überraschen lassen werde. Was das Schicksal noch für mich bereithält. Ich bin froh, das zu hören. Materialien für deine weiteren Vorhaben findest du beinahe überall. Heb ein paar Steine und Stöcke vom Boden auf und du kannst bereits eine einfache Axt daraus herstellen. Damit kannst du dann Bäume fällen und sie in Holzstämme zerteilen. Aus ihnen wiederum lässt sich ein hölzerner Hammer fertigen, der ja bekanntlich bei jedem Bauvorhaben unverzichtbar ist. Ich bin sicher, du wirst alles schon meistern. Also ich muss Äste, Steine aufsammeln, damit einen Baum fällen, um Holzhammer herzustellen. Okay. Sobald du ein Dach über dem Kopf hast, komm nach Gastovia zurück und sprich mit meiner Frau. Sie heißt Dobroniga. Und sie kümmert sich um die Schenke hier. Sag ihr, dass sie dir etwas zu essen geben soll. Du musst völlig ausgehungert sein. Und wenn du schon dort bist, bring uns doch ein paar Flaschen Bier mit. Dafür erzähle ich dir dann ein bisschen über Lordan. Das klingt spitze. Neue Quest erhalten. Rohstoffe sammeln. Das haben wir schon. Okay, alle Grundrohstoffe können in der Wildnis gefunden und gesammelt werden. Stöcke sind am einfachsten zu finden, wohingegen Steine und Kräuter etwas schwieriger zu entdecken sind. Bewege deinen Mauszeiger so über die Gegenstände, der dich interessiert, dass du seinen Namen lesen kannst. Dann kannst du ihn sammeln oder ganz einfach aufheben. Rohstoffe können für verschiedene Zwecke verwendet werden, darunter das Bauen von Häusern und Objekte, die Herstellung von Gegenständen, auch der Heilung oder der Ernährung können sie dienen. Okay, Rohstoffe sammeln, okay. Gut, dann... Wir brauchen noch Steine. Felsen, dafür brauche ich nur eine Hacke. Da, Stein, sehr schön. Noch ein Stein. Steine, sehr gut. Sehr gut, jetzt brauchen wir noch Zweige, ne? Okay. Okay, Bäume fällen. Um einen Baum zu fällen, brauchst du eine Axt. Dieses Werkzeug kannst du kaufen oder selbst mit der bloßen Hand herstellen. Du findest das im Handarbeiten unter Menü des Baumenüs. Weise deiner Axt danach im Inventar eine Schnelltaste zu. Jetzt kannst du sie durch Drücken dieser Taste zur Hand nehmen, dir einen Baum aussuchen und damit anfangen, ihn zu fällen. Sobald er am Boden liegt, kannst du die Äste abschlagen und den Stamm in handliche Stücke zerteilen. Dadurch erhältst du Stöcke, Holzstämme und Federn. Okay. Und wo ist das Handwerkermenü? Ah, Q ist das Handwerkermenü. Handarbeit. Steinaxt. Ah ja, okay. Haben wir. Steinaxt haben wir hergestellt. So, jetzt. Gebäude. Handarbeiten. Ja, wie geht denn jetzt Zuweisung eines Schnellmenüs? Das Falle, Landwirtschaft, hier Produktion. Nee. Ach du hey. Boah, du hey, der Bimba. Das kann ja was werden. Keine Ahnung. Ich hab dich. Nicht genug Materialien, ja. Ah, okay. Ah ja. Baum fällt. Okay.
Zweige nehmen wir natürlich mit. So, Holzstamm. Okay. Es werden noch mehr Bäume fällen. Warum soll ich so viele Bäume fällen? Stroh, wo kriege ich jetzt Stroh her? Stroh? Was meinen die mit Stroh? Hier, Holzhammer, sehr schön. Holzhammer haben wir auch, sehr gut. So. Brennholz, okay, was ist das? Holzhacke, ein Holzspeer, ein Steinmesser. Also ich würde glatt mal einen Holzspeer herstellen. Aber hat man nicht hier irgendwie so... Ah, okay. Hier, guck mal, Holzspeer. Ich packe mal auf die 8. Den Hammer packen wir mal auf die 4. Wo sehe ich denn mein Gewicht da? 20 von 35, okay. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, warum. Also, hier ist ein Dorf, da ist ein Dorf. Ich würde ja fast hier ein Dorf bauen wollen. Da ist ein schöner See. Das ist mittendrin bei allen. Wir haben ja hier auch da was, da was, da was. Also ich würde dann schon hier bauen wollen. Aber wir machen erstmal eins nach dem anderen. Nein, nicht du, sondern... Genau. Und ich frage mich immer noch, wo ich Stroh herbekomme. Bleib hier! Holzstamm. Komm, wir fällen hier noch die Bäume. Guck mal, ich hab nämlich fast Durst. Okay. So. Sehr gut. Denn ich würde auch noch ein... Ah, okay, man kann auch mehrere herstellen. Können wir dabei auch laufen? Nein, können wir nicht. So, das würden wir natürlich auch direkt zuweisen. Hier. So. Wie sehen wir eigentlich aus? 40 Kilo, wir sind viel zu schwer. Federn würde ich nicht weghauen. Stöcke 11. Stamm 10, ja, was machen wir jetzt? Okay, wir schmeißen Stämme weg. Gucken wir mal, wie das geht. X. 25 Kilo, ja. Genau, rollen wir da hin. Ich habe immer noch keine Ahnung. Okay, haben wir auch. Aber wo kriegen wir Stroh her? Haben wir denn irgendwas zum... Eine Holzachse könnten wir hier machen. Steinspitzhacke. Brauchen wir einen Holzstamm. Bauen wir. Dann brauchen wir einen Holzstamm. Und wir bauen uns erstmal noch eine Spitzhacke. Werkzeuge sind wichtig. Dann haben wir nämlich auch eine Steinspitzhacke. Sehr gut. Holzspeer. Ich weiß halt nicht, wie lange der hält, aber okay. So, was haben wir noch für Werkzeuge? Zwei Holzstämme brauchen wir erstmal, glaube ich, nicht. Holzhacke würde ich jetzt auch erstmal sagen.
Zäune, Gatter, Möbel, Fallen, Weg. Wo krieg ich Stroh her? Das ist eine gute Frage, oder? Also, wo kriegt man Stroh her? Ich habe keine Ahnung. Habe auch keine Lust. Ansprechen. Hallo, mein Name ist 19. Was kann ich für dich tun? Tag, ich bin der Alvin. Du kommst mir nicht bekannt vor. Bist du neu hier? Ich komme aus dem Süden und bin auf der Suche nach einem Ort, an dem ich neues Leben beginnen kann. Ha, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Was mich angeht, ich bin ein Bauer. Meine Aufgabe ist es, die Felder zu bestellen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich jeden Tag dasselbe. Arbeit Jahr für Jahr. Wird das nicht mit der Zeit eintönig? Wenn ich du wäre, würde ich an Langeweile sterben. Natürlich langweilt es mich. Wie lange würdest du es aushalten, dieselben Handgriffe wieder und wieder durchzuspielen? Aber meine Familie braucht meine Hilfe und ich tue mein Bestes, um sie zu versorgen. Ich wollte dich nicht beleidigen. Bitte entschuldige. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Ich bin einfach in letzter Zeit etwas angespannt und generell schlecht gelaunt. Es gibt da eine schwierige Angelegenheit, die mich ständig von der Arbeit ablenkt. Worum geht es dabei, Alvin? Vielleicht kann ich helfen. Es klingt vielleicht belanglos, aber ich bin dieser ständigen Streit zwischen meiner Mutter und Jargoniva so leid. Ihr Sohn Dalerbor kann meine kleine Schwester Olga einfach nicht in Ruhe lassen. Ich verstehe, dass es nur ein Spiel für ihn ist. Immerhin habe ich ihn seinem Alter oft mit seiner älteren Schwester gespielt. Ich tat so, als wäre ich ein Ritter, ausgerüstet mit einem Stock als Schwert, aber auch damit habe ich mutig ihre Ehre verteidigt. Wie jeder große Ritter, das ist schon irgendwie niedlich. Egal, kommen wir wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ich glaube, dass er eine Beschäftigung braucht, die ihn von meiner Schwester fernhält, damit du bei der Arbeit wieder einen klaren Kopf hast. Das wäre wirklich schön. Mal sehen, was ich tun kann. Ah ja, dann haben wir abliefern. 20 Stock. Haben wir 20 Stöcker dabei? Ja, haben wir sogar. Cool. Das ist doch prima. Wo muss ich denn die hinliefern? 62 Meter, okay. Wärmeausdauer, dann können wir sie auch nutzen. Trotzdem frage ich mich gerade, wo ich Stroh herbekomme. Ah ja. Der Schenkel. Ah, der Bengel hier. Hallo, bist du da, Labor? Richtig? Ja. Du siehst sehr stark für dein Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß recht viel über sie. Wusstest du, dass sie schon in jungen Jahren das Kämpfen lernen? Dafür benutzen sie Holzschwerter. Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen? Nicht Ritter? Zufällig habe ich eines bei mir und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Sie mag unsichtbar aussehen, aber sie ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. Gib ihm einen Stock. Es sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus. Und deine Gegner zu überraschen? Und weißt du, was Ritter noch tun? Außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Ach, das. Aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Leid zugefügt wird. Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Verstanden. Danke für das Schwert. Nicht Ritter. Von jetzt an werde ich die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Gern geschehen, junger Rittersmann. Gern geschehen. Okay, jetzt können wir mit Alvin sprechen. Aber wo? Ich will immer noch. Wo kriegen wir Stroh her? Warte mal, hier. Ja.
Stroh haben wir schon mal. Feier. Haben wir gerade wirklich Stroh geklaut? Oh Mann. So. Autsch. Hallo. Ah ja. Flüssigkeitszufuhr ist in der Wildnis entscheidend. Wenn du zu lange nichts trinkst und deine Wasseranzeige auf Null fällt, verlierst du Lebenspunkte. Um das zu wieder verhindern, kannst du diverse Getränke und wasserhaltige Nahrung zu dir nehmen. Wasser selbst kann in Eimern oder in einem Trinkschlauch abgefüllt transportiert werden. Okay. Kann ich hier trinken? Nee. Aber ich bin noch am Fluss. Kann ich doch bestimmt. Hallo? Kann ich doch bestimmt hier irgendwo für trinken? Für was trinken? Muss ich dafür extra raus? Was? Speisemörtel? Was ist das denn? So einen Pilz würde ich natürlich mitnehmen. Oh. Ups. Okay, es wird dunkel. Interessant. Schlafen. Zum Schlafen musst du ein Haus bauen oder ein Lagerfeuer entzünden. Schlafen. Die schlafen werden kann nur zwischen 19 und 7 Uhr. Wird der Spielercharakter schlafen geschickt, wacht er am Morgen des nächsten Tages auf. Das Schlafen in einem Bett stellt etwas Gesundheit wieder her. Das Ausruhen am Lagerfeuer nicht. Egal, wo zum Jahreswechsel geschlafen wird, in der neuen Jahreszeit wacht der Spielercharakter immer im eigenen Haus auf. Ja, wenn er eins hat.